Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Holzhausen Map zusammen mit Arctic und Dennis. Hallo. Hallo. Ja, Neuerungen. Wir haben ja schon hin und wieder mal beim Rumstreuen im Gebüsch die ein oder andere Münze gefunden. Jetzt habe ich gerade absichtlich ein, zwei Münzen gesucht und anschließend bin ich versehentlich durch einen Busch gelaufen und habe 10 Münzen. Sprich, mir wird jetzt auf der Karte angezeigt, dass wo welche Münze ist, und wir haben uns überlegt, da das doch nicht ganz so viel Geld bringt, sondern halt etwas erhöhte Silostände im Endeffekt um 100.000, soweit ich das weiß. Also, was Herr Guten euch eigentlich sagen wollte, das Naturkundemuseum ist darüber, ist sich im, oder denkt, dass hier in der Nähe ungefähr 100 Münzen finden sind, die aus einer sehr alten Zeit stammen, und ist dafür bereit, uns zu entlohnen in Form von vollen Silos. Jo. Nur dafür muss natürlich ein findiger Naturbursche, wie der Guten es ist, durch die Büsche streunen und jeden Stein zweimal umdrehen, und ja, das ist der Plan. Und dann werden wir halt hoffentlich die Belohnung kassieren und uns ein bisschen finanziell darüber freuen. Genau, und der Dennis möchte jetzt wahrscheinlich ein bisschen dreschen. Ja, das kann man an sich erstmal so machen, ne? Oh, der hat übrigens auch nur noch 78 Liter, der Drescher. Das ist nicht so viel. Woher weißt du das denn? Weil ich da gerade durchgetappt bin, um ehrlich zu sein. Habe ich gemerkt. Ach, du saßt dann wahrscheinlich auf einmal im New Holland, ne? Genau. Ich saß in jeder Maschine. Und als letztes saß ich dann erstmal im Drescher. Das ist schön. Obwohl du vor mir weggetappt bist. Das ist ja das Komische. Weil ich praktisch mit dem ersten Wegtappen, weil der New Holland stand wohl scheinbar an zweiter Stelle. Und praktisch von der Entfernung aus als Tab-Objekt, und dementsprechend hab ich dir praktisch das erste weggenommen. Es geht nicht nach Entfernung, sondern nach Kaufreihenfolge übrigens. Kann auch gut sein. Das ist quasi wie bei der das ist quasi mit dem Stöpsel des Häckslers, wenn der sich entscheidet, was er denn nun, wo er denn nun hinsprühen möchte. Ja. Machen wir das am besten. Machen wir das am besten. Dennis. Wäre uns auf. Ich meine, natürlich, wenn du erstmal Feld 23 machst, hast du erstmal ein bisschen was zu tun. Ne? Hatte ich auch vorgehabt. Ich war gerade nur im Überlegen, wo ich am besten den Schneidewerkswagen hinstelle, weil ich brauche ihn ja, wenn ich jetzt gleich zu Feld 17, 16 und 17 fahre, brauche ich den ja erstmal nicht. Ich meine, vor allem, du brauchst ihn eigentlich auch für Feld 28, 29 brauchst du ihn auch nicht, weil das ist nur einmal über die Straße rüber. Ja. Dir fällt übrigens gerade ein Schneidwerk runter. Ist mir auch klar, das liegt daran, dass ich gerade im Busch hänge, weil der komischerweise als einziger Busch hier sowohl so eine Kollision hat. Ah, aha. So. Dieses leichte Geäst im Gebüsch. Ja, das ist quasi mit dem 1,50 Wurzelballen. Ja. Ah. Nee, aber wie gesagt, das geht wirklich super. Also die Münzen, die liegen jetzt teilweise wirklich nicht so ganz offensichtlich. Selbst wenn man weiß, wo sie ist, muss man zwei, dreimal hinschauen. Ja, das ist doch, denke ich, das Ziel davon gewesen, oder? Das ist oder? Cool, auf jeden Fall. Ich meine, da hat man sich halt auch Mühe gegeben. Ich glaube, es stand sogar extra in der Beschreibung auch drin, von wegen 100 Münzen, die man suchen kann, ne? Ja. Ich meine, das schreibt man ja nicht in die Beschreibung, wenn die einfach nur irgendwie zufällig da verteilt sind, so einfach ein paar Werte eingetragen, sondern man hat sich da was bei gedacht, sag ich. Es gibt ja auch Modmaps, wo die wirklich so, ich sage mal, verstreut liegen. Ja. Wahrscheinlich einfach so Koordinaten von der Dings übernommen. Oder halt quasi wie so ein Brotkrumen, Spur. Habe ich auch schon mal gesehen. Okay. Ich weiß gar nicht, bei der Map, die du heute vorgestellt hast, Dennis, war das auch so, dass die, dynamisch versteckt waren, sag ich mal, ne? Oder gewollt versteckt. Soweit ich das weiß, schon, ja. Welche Map hast du denn vorgestellt? Die, Ulsteinweg war's. Oh. Übrigens gefällt mir die wirklich gut. Die habe ich mir noch nicht angesehen. Habe ich aber schon runtergeladen. Ist mittlerweile, da kam, wie gesagt, am 7. kam da die V1.5 kam da raus. Also ist jetzt, die wird schon ein paar Tage älter sein. Magst du gleich direkt noch einmal umkehren zwecks Entleerung? Ja, wenn du anders. Ja, klar, ich kann gleich die Richtung. Ja, gut. Kann auch am besten, ich kann auch einfach jetzt die Richtung ändern. Jo, top. Tipptopper. Der nur, gerade auch. Wie gesagt, also ich finde die Map echt super. Die ist natürlich, das ist eine ziemlich kleine Map.
Also sprich, die ist normalerweise für noch eine kleiner Person als Holzhausen, ne? Ja, die ist für eine bis vielleicht zwei Personen. Also die würde ich eher im Singleplayer spielen, bis vielleicht, wie gesagt, wenn man mit ein, zwei Personen zusammen da spielen möchte. Da kann ich die schon empfehlen, weil die sieht wirklich super aus. Ist auch im skandinavischen Stil. Hat auch so ein paar Kleinigkeiten, die ich zum Beispiel wirklich schick fand. So zum Beispiel, ich weiß nicht, also wenn man sich das Video anguckt, gerade wenn ich, also ganz am Anfang, da sieht man halt, wie ich da, da sitze ich praktisch am Frühstückstisch draußen. Das fand ich auch super, weißt du, du guckst da dem den Sonnenaufgang guckst du entgegen. Der Tisch ist sogar gedeckt. Ein paar Kleinigkeiten halt. Das Schöne ist natürlich halt, für mich hier, ich mache gleichzeitig noch Map-Erkundung. Für alle, die Map noch nicht so gut kennen. Ja, was ich sehr cool fand, ich schnapp mir einfach mal deinen Steier, weil dann mache ich jetzt noch ein bisschen Gras nebenbei, solange bis der Dennis da ein bisschen vorgearbeitet hat. Ist ja, denke ich mal, im Rahmen des Machbaren, ne? Ja, ja. Glaube ich, mache einfach mal die kleine Wiese direkt am Hof. Mache ich, glaube ich, mal. Die haben wir schon so lange nicht mehr bearbeitet. Was ich sehr schön fand, war diese Halle, die wirklich quasi, wo das Gelände so abgefallen ist. Ja, das war quasi unten der, in Anführungszeichen, Keller, der natürlich unten ebenerdig war. Und oben war halt die Halle oben drauf. Ja. Fand ich ganz cool. Weil das habe ich so auch noch nirgendwo gesehen, deswegen fand ich es auch da recht interessant, einfach sowas mal zu sehen. Noch cooler hätte ich es gefunden, wenn wirklich das unten auch noch zu öffnen gewesen wäre, ja. Und dann, was ich wirklich nur so eine Garage für ein Auto gehabt hätte, wo man halt wirklich sein Auto reinfahren könnte. Wenn man das wäre noch cool gewesen, ja. Wo man sein Pickup reinstellen kann oder so, das hätte ich halt noch mehr gefeiert. Aber so an sich, das ist aber, glaube ich, auch so dieses mit den mehreren Etagen, wo man praktisch, aber die jeweils trotzdem ebenerdig sind. Das ist, glaube ich, in den bergigen Gebieten auch öfter so. Aber ich habe es auf einer Mod-Map noch nie gesehen. Ich habe das schon mal irgendwo gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo. Und deswegen, also ich fand es auf jeden Fall ganz schick. Und auch allgemein hat die so ein paar Sachen. Die ist, wie gesagt, mit 8 Feldern und 15 Hektar nicht groß, aber... Ich meine, für einen Singleplayer reicht sowas durchaus. Ja. Also, und ich wollte, wie gesagt, ich mache da mit Nico was auf der Map demnächst mal. Das steht schon fest, weil, ich sag mal so... Ich hab Bock auf die Map. Nico hat auch mal wieder ein bisschen Lust darauf, mal einen Nachmittag oder zwei da was aufzunehmen, also mit mir aufzunehmen. Und von den Zuschauern wurde es auch schon des Öfteren gewünscht, dass ich mal wieder was mit Nico mache. Also okay. da schlägst du gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Wo du gerade dabei bist, mal was mit Nico aufzunehmen, ich bin am überlegen, ob ich nicht hier so drei alte Klassiker aus meinem Spieleregal mal wieder ausgrabe. Einfach nur so für zwei, drei Folgen. Just for the Lulz, wenn ich das Ganze denn ans Laufen kriege, weil ich meine, wenn als empfohlen noch Windows 95 bis XP angegeben wird, dann ist das immer ein bisschen fraglich. XP ist ein gutes Zeichen, das kann ich dir sagen. Also ich habe ja tatsächlich versucht, Willi Werkel zu installieren. Oh, Willi Werkel, ja. Ich wollte davon auch ein kleines Let's Play machen, nur leider läuft das nicht unter einer Windows 64-Bit-Version, weil dieses Spiel für Windows 98... für in der 16-Bit-Version entwickelt wurde. Ja, Willi Werkelt war cool. Ich hatte die Boote. Ja, und ein Kollege hat mir alle gegeben. Alle. Er hatte einfach alle Teile und alle durchgespielt. Ich weiß nicht, ob ich Boote hatte. Ich hatte auf jeden Fall dieses Autos bauen. Ja, Klassiker. Häuser bauen. Flugzeuge oder sowas, glaube ich auch. Ich weiß es nicht, ob wenn es überhaupt gab. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich Autos und Häuser hatte. Ich hatte einige, glaube ich, auch mal so ziemlich alle gehabt. Glaube ich, aber nur ausgeliehen gehabt. Weiß ich nicht mehr genau. Oder irgendwie moralisch flexibel oder irgendwie sowas. Ich glaube, das gab es, glaube ich, bei uns im nächsten Ort in der Bücherei, konnte man die, glaube ich, ausleihen. Ah, genau. Als man sich noch Spiele aus der Bücherei ausgeliehen hat. Da habe ich mir den Fahrsimulator 2009 geholt. Den fand ich geil, weil da gab es einen R8-Klon. Aber später habe ich dann gecheckt, oh, das Spiel kannst du ja wieder deinstallieren. Hol dir einfach die Demo, lad den offiziellen Patch runter, patch eben mal über die Demo drüber und du hast die Vollversion. Fand ich cooler. Kennt ihr noch Hugo? Ja klar, wer kennt dann? Was? Hugo war auch gut. Also quasi wie das Getränk, was die Damen heutzutage sehr gerne trinken. Sagt mir gerade nichts. Hugo schmeckt richtig scheiße. Halt, das sagen sogar ein paar Mädchen bei mir. So ein Troll-Typ, ne? Und da gab es dann ganz verschiedene Spiele, halt Jump'n'Run, Rätsel, all sowas. Ja. Oder Rayman. Rayman ist aber Rayman hat ja so ein bisschen seine Renaissance erlebt, ne? Mit den neuen Spielen. Die waren echt gut. Jan, also ich denke, ich überlege gleich eventuell abgetankt zu werden. Ja,
Wenn du das überlegst, dann... Du kannst aber ruhig schon wohl noch stehen bleiben. Ich denke mal, so weit werde ich wohl noch schaffen. Nur, dass du da auf jeden Fall schon mal bereit bist gleich. Oh. Weil ich bin jetzt schon bei 86%. Okay, aber dieser Schlepper ist einfach so ein Traum, diese Modifikation. Dieses modifizierte Ebenbild eines Schleppers. Ja. Der Bührerersatz. Das Beste, was es im Moment gibt. Ja, ist absolut. Einfach so. Vor allem auch mit den Gewichten vorne, das ist einfach... Wobei, die, was ich nicht so schön finde, ist, die Gewichte hängen nicht richtig drin. Die hängen zu weit oben. Oh, in der Tat. Kannst du übrigens losfahren. Du kannst übrigens auch mehrere Gewichte aneinander hängen, nach vorne hin. Oh. Das haben die Jungs auf dem Community-Server schon akribisch getestet. Meinst du, damit du genug Anpressdruck hast vorne? Ja, und damit der halt nach vorne auch etwas reinfedert. Mhm. Die Federung austesten praktisch. Ja. Kann man das sagen, ja? Boah, ich liebe diesen Unterstand, den einen hier. Diese Fachwerkscheune, weißt du? Die hatten wir auch auf der Tour was von Nico, die übrigens die geilste Tour was war überhaupt. Ja, mal abgesehen davon, dass das Lager halt Performance-Probleme ohne Ende gemacht hat. Ja, aber das konnte ja... Im Endeffekt wussten wir das ja alle vorher nicht, sonst hätten wir es einfach nicht eingebaut. Ja, wobei, aber einfach mit der Verladekante und so, das war... Geil. Die Verladekante war ja meine Idee. Mein Bunker ist leer, ja. Ja. Verladekante war deine Idee? Eigentlich war... Also, außer, ich sag mal, so die kleineren... Dinge, die großen Sachen waren meine Idee und Nico hat sie halt verdammt geil ausgeführt. Ich glaube, allein für die Kante zu, also diese zwei Stufen, die da so hoch gingen, wie so Rampen, ne? Hat Nico, glaube ich, 3 Stunden gebraucht oder so. Also für diese ganze Modulation der, ja, dieses Bereiches, wo so, halt okay. Die Silos standen. Dass ja, das angehoben das, war und so weiter. Also, das war ja auch, ich hatte ja damals mit Nico zusammen, hatten wir, ich weiß nicht, das war so eine, die Map mit irgendwie 4, 5, 6 Höfen oder sowas da. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Mainburg. Hieß. Genau, die Mainburg, ja. Die hatte Nico ja auch umgebaut gehabt und da wusste ich, konnte denen sagen, okay, so ungefähr soll es sein. Und dann hat das meistens so, hat er so gebaut, wie ich es einfach super fand. Richtig geil. Da konnte man sich drauf verlassen, dass der was baut, was, wo man sagt, das sieht nachher top aus. Und vor allen Dingen hatte halt, ich wollte ja immer, dass er auch seine eigenen Sachen, sag ich mal, was er cool findet, einbringt. Und das hat irgendwie alles sehr gut harmonisiert. Ja. Harmonetisiert. Harmonetisiert, ja. Ja, so klingt, so heißt das doch, oder? War sehr harmonisch. Ja. Weil ich ja, ich meine, ich bin natürlich auch ein Deutsch-Ass mit meiner 2 Plus, ne? Ja, ich auch mit meiner 5. Wobei ich glänze natürlich eher damit, dass andere Lehrer sich Späße mit meiner Lehrerin machen. Also, dass ich dafür verantwortlich bin. Damit glänze ich ja eher. Mhm. Ist da jemand Dennis frech? Dennis weiß nicht Bescheid. Nee. Also, musst dir vorstellen, meine Lehrerin ist ein laufender Meter. Ja. Und ich bin halt ein laufender 2 Meter. 2 laufende Meter. Ja, nein. Ich bin ein laufender Zollstock. So. Okay. Und, Aber der von Obi, die hatten damals mal einen gehabt, der war 2,10. Die wollten quasi mal den längsten haben. Vermutlich, da waren dann die letzten 10 cm waren auch orange. Und du musst dir halt vorstellen, dann, wir standen natürlich auf dem Gang, und hatten ein heißes Date, nein, Spaß beiseite. Sie hat mir halt meine Note offenbart. Und Auf Schritthöhe, genau. Und dann kam mein ehemaliger Religionslehrer, mit dem ich mich, auch wenn Religion nie mein Fall war, immer sehr gut verstanden habe. Mhm. Weil man mit dem sehr gut quatschen konnte, vor allem über andere Themen als Religion. Kam dann halt an uns vorbei und du musst dir vorstellen, meine Lehrerin stand halt so auf, ja, so in der Mitte des Ganges und ich stand halt eben an der Tür zu unserem Raum, ne? Mhm. Und mein Lehrer hat dann eben im Vorbeigehen quasi mit seinem Arm eine Bewegung angedeutet, bei der er quasi den Kopf meiner Lehrerin gen Boden, beziehungsweise, gen du weißt schon was gedrückt hat. Mhm.
Richtung Italien, ne? Richtung nee, Süden. Nee, Richtung Frankreich. Weil du weißt doch, das ist ja französisch, ne? Was ja, man da aber spricht. Ich dachte eher so gehen Italien. Oh, du Mensch. Also so ein bisschen südlich. Ja, so südlich so. Ja, so gehen Italien, um Französisch zu lernen, kann man sagen. Ja, sag mal so gleich da in der nächsten Zeit, ne? Da konntest du dich auch wieder Richtung Schlepper bewegen. Und weißt du warum? Weil der Party jetzt vorbei ist. Jo, wie das so? Ja, ich würde sagen, 2 Atü hat der Dennis gerade. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Ciao. Tschüss.